Hallo zu unserem neuen Vlog. Nachdem der letzte Vlog so gut ankam, übernehmen wir auch in dieser Woche wieder den Dreh. Seit dem letzten Vlog war wieder einiges los. Unter anderem haben Berstadt und Mellbach Kirmes gefeiert. Da unser Bürgermeister noch krank war, wurde er beim Fassbieranstich in den beiden Ortsteilen würdig vertreten. In Mellbach übernahm die Sozialausschussvorsitzende Magda Gerlach den Fassbieranstich und in Berstadt Stefan Bodem als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Beide Ortsteile haben wieder eine tolle Kirmes mit gut besuchten Veranstaltungen gefeiert, die am Montag mit einem zünftigen Frühschoppen abgeschlossen wurden. Nachdem das Team aus dem Rathaus und dem Betriebshof im vergangenen Jahr in Berstadt zu Gast war, waren wir in diesem Jahr in Mellbach. Am vergangenen Wochenende war die Eintracht Fußballschule auf dem Singberg zu Gast. Auf die Kids der JSG Mellbach-Wölversheim warteten Tipps und Tricks von Profitrainern, aber auch ein Trikot, Ball, Urkunde und Medaille. Um für ein größeres Maß an Sicherheit zu sorgen, nimmt die Gemeinde Wölversheim am Sicherheitsprogramm Kompass teil. In diesem Programm wurde auch eine Bürgerbefragung durchgeführt und in dieser Bürgerbefragung gab es auch einige Orte, die uns gemeldet wurden, die als unsicher gelten und wahrgenommen werden. Es wurden nicht viele Orte genannt, aber öfters wurde das Bahnhofsgelände und das Gelände rund um die Singberghalle genannt. An beiden Stellen kam es in der Vergangenheit auch zu Vandalismus. Daher fand vor kurzem eine Begehung mit der städtebaulichen Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Mittelhessen statt. Es sind Herbstferien und unser Schwimmbadbus fährt wieder nach Bad Nauheim. Mitfahren dürfen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, die vielleicht einfach nur in die Stadt gehen möchten, einen Stadtbummel machen oder etwas einkaufen möchten. Alle Infos, Abfahrtszeiten findet man auf unserer Homepage und sind auch in unserem Gemeindespiegel abgedruckt. Es gibt in der Gemeinde unzählige Grünflächen. Einige davon werden auch von Anwohnern gepflegt. Im Rahmen eines Projektes suchen wir weitere Bürgerinnen und Bürger, die eine Pflegepatenschaft übernehmen wollen. Mit den bestehenden Pflegepatenschaften schließen wir neue Pflegevereinbarungen ab und markieren die Flächen mit einem Hinweisschild. Die erste Hinweistafel konnte vergangene Woche an Christian und Oliver Dorn übergeben werden. Die Planung für den Neubau der Turnhalle Södel schreitet voran. Ein solches Projekt wird nicht nur von einem Architekten, sondern von vielen Fachplanern unterstützt. Für Bereiche wie Brandschutz, Tragwerk oder Lüftung werden diese Fachleute eingebunden. Vor einigen Tagen fand ein Treffen mit allen Beteiligten statt. In den nächsten Wochen finden wieder einige Veranstaltungen statt. An diesem Samstag findet Berstadt spielt im Glaspalast der Berstädter Mehrzweckhalle statt. Nächste Woche Donnerstag ist Mundstuhl zu Gast in der Wetterauhalle und am Freitag wird das Stück Caveman ebenfalls in der Wetterauhalle gezeigt. Infos zu allen Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite im Veranstaltungskalender. Wenn euch unser Vlog auch in dieser Woche gefallen hat und ihr keines unserer Themen mehr verpassen wollt, dann macht den Daumen nach oben, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Was sagt man zum Schluss? Awesome. Vielen Dank. Was sag ich denn? Tschüss. Hey, wir sind's, Mundstuhl! Wir spielen am 2. November in Wölfersheim. Das ist es nämlich. So. Da kommen wir vorbei nach Wölfersheim. Ja, jetzt in die Halle. Komm los vorbei. Jetzt hier, kauft mal Tickets jetzt. Auch wenn es am Anfang ein bisschen gehangen hat. Jetzt ist super geil. Ja.